So, mal gucken, was verbirgt sich denn dahinter. Die Axt haben wir natürlich nicht mehr. Mach ich mir mal ganz schnell eine neue Axt gerade. It's a Axt. So, was mache ich denn hier eigentlich? Ich laufe wieder planlos in der Gegend rum. So. Sieht irgendwie merkwürdig aus, das Gebäude. Ist noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ach ja, übrigens, kennst du schon den hier? So, pass auf, jetzt gehen wir mal hier. Okay, da gucke ich mal ganz kurz, wie das aussieht. Oh. Ach nö, ich kann doch jetzt die Kisten nicht abreißen. Itze bitze. So, pass auf, dann mache ich da Erde hin, dann mache ich da Erde hin. Dann mache ich da Erde hin. Naja, das Weizen kann ich ja hinterher wieder neu verteilen. Huch, ich konnte da gerade stehen. Cool. Ich weiß gar nicht, ob ich hier Erde hinmachen muss. So, dann mache ich hier... Soll ja keiner sagen, dass wir wieder ein halbes Gebäude stehen lassen. Wobei, das hat ja mit der Hälfte eigentlich gar nichts zu tun. Das ist ja soweit schon fertig. So. Zack, zack, zack. Und jetzt müssen wir noch die Slabs ersetzen. Da haben wir zum Glück aber welche dabei. Dazu brauchen wir die Spitzhacke. Ja, klappt super. Dafür haben wir zum Glück die Spitzhacke. So, lo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 l
Die habe ich ja ganz vergessen. Na. Ich komme hier gerade voll nicht klar. Ach, guck mal, das wächst ein bisschen. Das ist ja schön, da freue ich mich. So, und wir sind gleich endlich soweit durch. Auch wenn der Boden hier drin jetzt nicht mehr zwingend nur nach Holz aussieht, aber muss er ja auch gar nicht. Dafür ist er dann ein bisschen stabiler. Vielleicht mache ich den dann ganz aus Stein, ich weiß es noch nicht genau. Oder vielleicht lasse ich den auch so, mal gucken. Jedenfalls hier muss jetzt nochmal... Erdi und Erdi und mal ganz kurz Arrivederci. Und dann ist der Kranz hier auch endlich mal fertig. So. Boah, bin ich froh, wenn das hier endlich und so. So, wie hat man das denn jetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Halt. Und dann hier einfach irgendwie ein bisschen was rein. Passt schon. Eigentlich müsste ich die Dinger jetzt auch aus Stein machen hier, ne? Eigentlich schon.
Muss mal kurz gucken, wie das dann hier von unten, aber das geht, glaube ich, oder? Ich habe eine Idee. Pass auf. Jetzt staunst du gleich. Wahrscheinlich nicht, aber ich behaupte das trotzdem. So, ne, Stein. Achat, Stein, Stalosch. Und dann ist die Musik vorbei. Dann mache ich das nämlich irgendwie... Warum mache ich das denn? Verstehst du? So, und schon haben wir da oben einen schönen Aufstieg. Ist doch auch mal ganz cool. Dann ist hier oben der Boden komplett aus Stein. Das sieht dann wesentlich besser aus, wenn man das durchgehend hat. Hast du schon recht, da oben ist ja auch Stein. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz von unten. Jetzt sieht das da oben auch ein bisschen besser aus, wenn nicht alles aus Holz ist. Ich muss mal da gerade mal eine zweite Meinung einholen. Super, da freue ich mich. Zweite Meinung ist auch einer Meinung. Wobei der Kasten da oben noch ein bisschen hässlich aussieht da, dieser Ameisenkopf. Den muss man vielleicht bei Zeiten noch mal ein bisschen abrunden. Oder ich weiß noch nicht genau was, da müssen noch ein paar Elemente dran vielleicht. Aber das machen wir vielleicht mal später. Bis dahin ist das hier oben der Zyklop mit dem einen Auge. So, ich glaube, für heute beende ich dann auch die Aufnahme. Jetzt haben wir die Mühle, haben wir endlich fertig. Und ich bin mal gespannt, ein paar Gebäude stehen hier noch auf der Agenda. Die werden aber dann nicht ganz so lange dauern. Bauern. Die werden nicht ganz so lange bauen. Und es gibt noch einiges zu tun hier, einiges zu tun. Das heißt, wir werden uns ein wenig noch vorarbeiten müssen. Eine Bäckerei hätte ich jetzt auch gerne und ich hätte wirklich gerne, dass man sich aus Weizen dann auch Dingens machen kann. Ne, dass man sich aus Weizen Dingens machen kann. Weil Dingens ist wirklich eine schöne Sache. Boah, diese Eier ist auch mal eines Tages mein Tod. Ach du Scheiße, sind ja auch noch so viele Eier drin. Ach, Chodder, 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 Chodd. So, komm, zum Abschluss des Tages. Drück mal nochmal ganz kurz die Framerate ein bisschen. Hui! Ach, wie schön. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin heute zu faul, das alles noch anzupflanzen. Oder bin ich zu faul? Nee, komm, ich pflanze das noch an. Das überlasse ich jetzt mal nicht dem Zukunftsgrund, sondern das machen wir jetzt nochmal schnell. Was sein muss, muss sein, alter Schwede. Wie viel das ist, aber die Framerate hält es ganz gut aus, ne? Ach, ist das schön. Das mag mir gut gefallen. Hui. Ich weiß gar nicht, wie das Lied geht. So, 25 haben wir da, dann 64, 64. Die Seeds werden wir gleich noch brauchen. Das Brot behalte ich übrigens mal in der Hand. Obwohl das gerade im Peaceful eigentlich auch nicht brauchen. Die Eier kommen alle mal nach da oben. Ich weiß gar nicht, warum da welche fehlen. Wir hatten die so komisch da reingelegt. Ist ja ganz merkwürdig hier. Hier kommt Seed, brauchen wir eh gleich nochmal. So, und ich freue mich auch schon drauf, wenn hier das Häuschen steht. Ach, ich freue mich auf so einiges. Das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus, aber naja. Mal schauen, unser Ameisenhaus. Und hier haben wir schon wieder Weizen für die Mühle. So, pass auf, Seed nehme ich mal mit. Werde ich genau jetzt nämlich brauchen. Ich hoffe, das reicht.
Müsste aber eigentlich. Ach, das ist ja immer noch. Weiche Wasser, sprach Moses, und das Feld floss ab. Also Moses Pelham, ne? Der kann das ganz gut. Der alte OG. Pass auf, dann lege ich die Seeds nochmal ganz kurz hier rein. Und dann sammeln wir da drüben alles weg. Ach du Scheiße. Na komm. Haben wir alles? Haben wir alles. Bevor die Sachen verschwinden, da bin ich ja zu geizig zu, weil die brauchen wir bestimmt. Die ganzen Eier brauchen wir bestimmt irgendwann mal. So. Mit dem Seed machen wir uns nochmal jetzt auf zum Feld und dann haben wir das zumindest gleich durch und dann beende ich auch mal. Ach, scheiße, da war gerade ein Frame Drop. Hier hinten wollte ich auch nochmal irgendwann. Ach, und was ich nicht alles noch machen wollte. Ach ja. So, zum Glück ist die Musik überhaupt nicht anstrengend. Ich muss mal ganz kurz. Das hört sich ja schon viel besser an. Auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Ob du mich hast oder auch kennst. Ich kenne den Text leider nicht von dem Ding. Aber es ist bestimmt ein französisches Lied. Und französische Lieder handeln immer von einem Mann in Baskenmütze. Der hat kennengelernt eine schöne Frau. Eine Frau. Diese Frau betört er mit seinem französischen Charme. Und seine gestreifte Hemd. Denn auch beruflich ist er Pantomime. Ich glaube, alle Franzosen sind klischeemäßig hauptberuflich Pantomime. Oder Weinverkoster. Gibt's irgendeinen französischen Klischeeberuf? Weiß da jemand gerade was? Fällt jemandem was ein? Bei Franzosen muss ich immer an Pantomimen denken. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil die ähnlich aussehen. Und lustig ist auch so diese verschiedene Art des Filmemachens. So verschiedene Länder machen ja verschiedene Arten von Filmen. Zum Beispiel in Amiland ist ja immer sehr viel Kabums und Wumms und sehr viel mit Filtern arbeiten, CSI und sowas. Da ist dann so ein Miami-Filter mit Sonnenlicht und sowas. Und bei deutschen Filmen, lustigerweise, bei deutschen Filmen sieht meistens immer alles sehr grau aus. Da werden die Farben rausgenommen, als ob das Leben hier nicht eh schon grau genug ist mit dem grauen Wetter und dauernd nur Regen und immer nur Schnee und Matschepampe und zwischendurch mal ein paar Wochen Sonne. Ja, und der Rest ist immer grau und genauso sind die Filme ja auch und meistens irgendwelche Kommissarfilme. Oh, Herr Kommissar, ich habe den Fall gelöst. Die Bibliothekarin hat ihn mit dem Spaghetti-Sieb erschlagen. Und dann natürlich noch frivole Sprüche. Und französische Filme, habe ich das Gefühl, die sind immer schwarz-weiß. Dann ist da irgend so ein Typ, der sitzt mit einem angezogenen Bein irgendwo am Wasser an irgendeinem Fluss, guckt ganz verträumt irgendwie versonnen da rum und raucht. Natürlich in schwarz-weiß. Ja, ich glaube, alle französischen Filme sind so, dass da einer sitzt und raucht und guckt. Und die laufen immer um 17 Uhr auf Arte. Alle Filme laufen um 17 oder 23 Uhr auf Arte, zumindest alle französischen. Wobei natürlich aus Frankreich kommen sehr coole Filme. Taxi Taxi zum Beispiel. Die Trilogie. Oder gab es da einen vierten? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall Trilogie kann ich mich erinnern. Vierter weiß ich gar nicht mehr. Ah, ein paar Seeds haben wir noch, aber ich glaube, ich hoffe, wir kommen damit hin. Ich weiß es gar nicht. Und bei indischen Filmen muss ich immer an Bollywood denken. Da kommt immer irgendwie so dieser, ist immer der gleiche Schauspieler, immer dieser eine Typ, der auch immer genau gleich aussieht und immer nur am Grinsen ist, so wirklich debil. Und er hat immer nur diesen einen einzigen Gesichtsausdruck und fängt immer an zu tanzen. Und plötzlich ist alles sehr bunt und sehr laut und dann geht's da immer irgendwie, ich weiß gar nicht. Kiri, 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 kiri. Und dann singen die alle und tanzen und freuen sich darüber, dass die Kikeriki singen können und dann ist alles schön. So funktioniert dann alles eigentlich. Und alle Frauen verlieben sich natürlich in denen. Das ist auch ganz wichtig.
Aber nur in denen. Ne, das ist so der indische Sunnyboy einfach. Und asiatische Filme sind immer mit Kampfkunst. Immer, grundsätzlich. Und zwar da, wo sie dann über die Bäume laufen und auf so Blättern oder Ästen sitzen. Was gibt's denn noch so für Länder? Grönländische Filme stelle ich mir sehr weiß vor, sehr kühl. Und nicht unbedingt viel Handlung. So, warum bin ich jetzt hierher gelaufen? Ach ja, wegen den Seeds. Hätte ich mir auch den Weg sparen können. Wir hatten ja vorne noch welche. So, 64 reichen. Ich mache das Feld nochmal schnell fertig. Oh. Puh. Was gibt's denn noch so für Filme eigentlich? Türkische Filme habe ich, glaube ich, so nie gesehen. Worum könnte es denn in türkischen Filmen gehen? Mafia und Geldwäsche? Nee, das wäre mehr italienisch. Nee, das ist ja auch wieder Klischee. Italienische Filme sind auch mal irgendwelche Liebhaber wahrscheinlich. Und irgendeiner muss mindestens einmal sagen, ciao ragazzi. Damit der Deutsche glücklich ist. So, was haben wir denn noch für Klischees eigentlich? Also es sind ja gar keine Klischees, das sind mehr so diese Filmdinger. Aber ich glaube, wir kommen ja eh zum Ende der Aufnahme. Und dann können wir es auch dabei belassen. Ich muss mich erstmal an die Mühle gewöhnen. Die sieht irgendwie wirklich noch ein bisschen sehr merkwürdig aus. Da fehlt noch irgendwas. Sie sieht zwar schon nach Mühle aus, aber irgendwas fehlt noch, damit die auch mit dem Haus ja schwanger geht. Nee, schwanger gehen ist das falsche Wort im Zusammenhang. Damit die halt so ein bisschen mit reinpasst. Da müssen wir vielleicht noch so ein bisschen Dach drüber ziehen später oder sowas. Dass hier so ein Dach ist und von da oben auch so ein Dach, das ein bisschen schmaler ist. Können wir später mal probieren. Oder ich probiere es vorher mal in der Kopie. Oh, Federn. Passt ja. So, und ich glaube, ich beende vorerst mal die Aufnahme. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt hier schon spiele. Sind auf jeden Fall mindestens schon 10 Minuten gewesen. So, und wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin, sage ich mal, mit einem Blick nochmal ganz kurz auf die Mühle. Doch, von vorne geht die auf jeden Fall. Von hinten ist sie noch ein bisschen schäbig. Da müssen wir mal gucken. Aber das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Aber ich vertraue uns da auf jeden Fall schon. Auf jeden Fall, bis später. Tschüss.